Kapitel 14 Die wahre Kraft Polanavatras. Nach einem weiteren Tag des Trainings kam schon bald der Donnerstag, an welchem Team Polanavatra die Wette angehen würde. Irgendwo fühlte Aurora sich immer noch ein wenig betrogen. Da das Team selber nicht einmal ein Mitspracherecht bekommen hatte darüber, ob sie die Wette eingehen wollten oder nicht. Andererseits wollten die beiden auch Amagaga nicht enttäuschen und gleichzeitig seinem Teampartner eins auswischen. Und gerade durch einige neue Techniken, welche Aurora inzwischen gelernt hatte, welche sie aufgrund ihrer Entwicklung nun nutzen konnte, und ihren vollkommenen Typenvorteil, fühlten sich beide Teammitglieder sehr sicher. Solange sie keine größeren Fehler machten, würde es nahezu unmöglich für ihre Gegner sein, zu gewinnen. Nur eine Möglichkeit gab es, welche Probleme verursachen könnte. Und dies war die Chance, dass Team Slash ihnen Fehlinformationen übermittelt hatte, damit sie scheitern würden. Als die Sonne jedoch bereits am Untergehen war, fand sich das Team auf der Ebene ein, auf welchem dieser Rangkampf stattfinden sollte. Ehrlich gesagt hatte Aurora schon beinahe ein schlechtes Gewissen. Dadurch, dass Machete und sie ihren Gegnern physisch um Welten voraus waren. Aber dies war die Schattenseite der Unterliga. Egal wie stark ein Team wahrlich war, solange es neu war, kämpfte es hier. Dafür stiegen natürlich starke Teams schnell in die Oberliga auf und schwächere Kandidaten hatten wieder Raum zum Atmen. Diesen Raum sollten die Gegner des Team Polanavatra heute jedoch nicht bekommen. Als kurz nach Aurora und Marcello tatsächlich die beiden Pokémon ankamen, welche Zoroark angekündigt hatte, fühlte sich das Vulnona sehr sicher. Es wäre ihr erster Ligakampf als Vulnona, doch sie hatte einiges an Training durch Einzelkämpfe mitgebracht. Viele Trumpfkarten beider Pokémon hatten Aurora und Machete ausgetüftelt. Einige von ihnen wollten sie sich jedoch auch eher für wichtigere Duelle der Zukunft aufsparen. Zum Beispiel für Epsilon. Die Blicke, welche gerade Yorklef dem Team Polanavatra zuwarf, sagten vieles über die Mentalität ihrer Gegner aus. Beide Seiten rechneten damit, dass dieses Duell keine Herausforderung für die beiden Wettbeteiligten werden würde. Monagoras und Amagaga waren für dieses Duell ebenfalls beide anwesend. Also, Team Polanavatra, Team Katsuretsu, ihr seht eure heutigen Kontrahenten. Team Polanavatra, für euch ist dies heute der zweite Ligakampf für euch beiden. Monagoras blickte verächtlich zu den zwei kleinen Pokémon. Ich hab's gemacht wie die meisten und bei euch beiden aufgehört zu zählen. Also, Team Polanavatra, die Wette steht noch. Eure Aufgabe sollte es sein, dieses Duell zu gewinnen, ohne drei Runden zu benötigen. Ihr kennt die Gründe, der Rest muss sie noch nicht erfahren. Also sind beide Teams bereit, dann wählt eure ersten Kämpfer. Dank Zoroarks Ausführung war es keine Debatte für Auroras Team. Demnach war es sehr wahrscheinlich, dass zuerst Serpifeu das Kampffeld betreten würde. Weshalb beide schon längst geplant hatten, dass sich Aurora aufgrund des Typenvorteils zuerst stellen würde. Und auch ihre Gegner sprachen nicht ein Wort miteinander. Stark zu Monagoras Verwunderung. Wie jetzt? Will sich hier niemand absprechen? Nicht nötig, wir haben unsere Strategie. Euer Problem. Also, tretet in den Ring. Auch dieses Mal waren die Erklärungen, welche Team Slash geliefert hatte, korrekt gewesen. Aurora stand nun Serpifeu gegenüber, welcher trotz seiner eindeutigen Unterlegenheit recht selbstsicher schien. Vermutlich war er aber auch einfach zu selbst überzeugt, dachte Aurora. Und damit begann die Schlacht. Bevor sie überhaupt darüber nachdachte, ihren Gegner anzugreifen, versuchte sie zunächst das Kampffeld für sich zu ebnen. Innerhalb von Sekunden waren überall auf dem Boden eisige Linien verteilt und Eiszacken stiegen aus dem Boden empor, um Serpifeu den Weg zu versperren. Dieser selber tat nicht wirklich viel, außer Aurora zu beobachten und mit einzelnen Rasierblättern zu versuchen, irgendetwas auszurichten. Keines davon traf sein Ziel, da Aurora das rutschige Eis zu nutzen wusste und sprichwörtlich über das Kampffeld glitt, nun bereits im deutlichen Vorteil.
Die beiden Ligagründer betrachteten das Geschehen von der Seitenlinie. Amagaga wirkte hierbei recht interessiert. Monagoras hatte den Kopf in die Hände gelegt und wirkte genervt von Serpifors Performance. Er realisierte bereits, dass er Aurora und Mashadow gewaltig unterschätzt hatte. Während Aurora nun einfach ihr eigens geschaffenes Kampffeld nutzte, um Serpifol komplett die Orientierung zu nehmen, schoss sie bereits einige Angriffe los. Ihr mächtigster, den sie in dieser eigens geschaffenen Umgebung hatte, war Eiswind. Dieser war sowieso gut geeignet, um Feinde zu bewegen, auch wenn er nicht viel Schaden anrichte. Auf einem rutschigen Untergrund wie diesem vervielfachte sich dieser Effekt noch einmal. Es wäre möglich, noch lange über diesen Kampf zu reden. Aber es geschah nichts Besonderes. Aurora behielt durchgehend die völlige Kontrolle und machte sich einen Spaß daraus, Monagoras an der Seitenlinie leiden zu sehen. Sie wurde insgesamt von 2 vereinzelten Rasierblättern getroffen, die außer winzigen Kratzern nichts ausrichteten. Alleine das Ende des Duells war etwas Besonderes. Denn es kam zu einer Situation, von welcher Aurora nicht wusste, dass sie eintreten konnte. Monagoras stand auf und drückte einen seltsamen Knopf am Rande des Raumes. Sofort löste sich das gesamte Eis auf dem Kampffeld auf und ein Piepen ertönte. Beendet die Runde, verdammt! Monagoras Laune war durch dieses erste Duell eindeutig noch schlechter geworden, als sie es ohnehin schon beinahe immer war. Gnadenregel! Auf die fragenden Blicke antwortete er genervt. Für Dumme, wenn ich den Knopf da drücke, endet die Runde, weil der Sieger im Prinzip feststeht, auch wenn niemand den Ring verlässt. Willst du mich foltern, Aurora, oder wieso beendest du diese Qual nicht einfach und holst dir deinen Sieg? Selbstsicher durch ihren offensichtlichen Sieg trat sie aus dem Ring. Nachdem du uns diese Wette gestellt hast, ersteres. Es geht darum, die Nachricht zu vermitteln. Genervt wandte sich das Fossil ab, während Amagaga anscheinend bemüht war, nicht zu kichern. Da kannst mich auch mal. Also, Mashadow, Yorklef, bringt es hinter euch. Beruhigt und zufrieden setzte sich Aurora an den Rand. Ihr Kampf war nicht im Ansatz knapp gewesen. Monagoras erkannte offensichtlich bereits seine Fehleinschätzung und die Wahrscheinlichkeit, dass Mashadow seinen Kampf gewinnen würde, war sehr hoch. Zwar konnte er das Kampffeld nicht umgestalten, so wie Aurora, doch es war recht offensichtlich, dass Serpifol der stärkere ihrer beiden Gegner war, während Mashadow Aurora nicht unterlegen war. Außerdem schien Yorklef nicht sonderlich motiviert, während Auroras Teamkollege sehr entspannt wirkte. Es war schon beinahe zu einfach für Team Polanavatra. Also dann, fangt endlich an! Anders als Aurora, die sich alle Zeit der Welt gelassen hatte, hatte Mashadow nicht vor, den Kampf lange andauern zu lassen. Sofort verschwand er am Boden und Yorklef schien nicht zu verstehen, wie ihm geschah. Vollkommen unvorbereitet achtete er gar nicht auf den Schatten, welcher am Boden sich fortbewegte, direkt auf ihn zu. Panisch versuchte das Hunde-Pokémon vor irgendetwas zu fliehen, ohne selber überhaupt zu wissen, wovor. Doch es war vergeblich, als Mashadow aus dem Boden auftauchte, direkt unter seinem Gegner und ihn mit einem starken Hieb in die Luft beförderte. Aurora bemerkte im Augenwinkel, wie sowohl Serpifol als auch Monagoras den Hieb scheinbar selbst spürten. Als Yorklef wieder auf den Boden ankam, war er verwundert. Er hatte fest damit gerechnet, dass Mashadow die Chance für eine mächtige Combo nutzen würde. Doch stattdessen musste er schnell realisieren, was wirklich geschehen war. Denn kaum blickte er sich um, sah er Mashadow rechts von sich. Zweimal. Und auch hinter sich. Und links. Insgesamt 7 Mashadows befanden sich auf dem Kampffeld, alle von ihnen vollkommen unabhängig voneinander handelnd. Zwar wusste Yorklef, dass nur einer von ihnen echt war, doch... welcher? Auf einmal sah er jedoch, wie ein Mashadow hinter ihm einen Spukball bereit machte und, bevor sein Gegner reagieren konnte, sprang er mit einem Biss auf Mashadow zu. Und dieser löste sich einfach ins Nichts, auf das eine Kopie war. Yorklefs Schocksekunde nutzte Mashadow direkt neben der zerstörten Kopie aus, um einen weiteren Hieb zu landen, der Yorklef in die Luft beförderte. Aurora war sehr überrascht, als das schwach wirkende Pokémon sich trotz allem noch wehrte und der Finsteraura eines Mashadow durch ein gekonntes Manöver in der Luft entging.
womit er jedoch nicht gerechnet hatte. Machetos Doppelteam war eine stärkere Technik als sehr viele andere. Denn ja, es gab nur einen echten Machete, doch trotzdem konnten die Kopien echte Angriffe abfeuern. Aurora wusste dies bereits seit einigen Tagen. Machete hatte die Technik laut seiner eigenen Angabe kurz nach seiner ersten Niederlage gegen Kell und Aurora erlernt, um beim nächsten Mal bereit zu sein. Diese Gegebenheit war auch der Grund, weshalb es Machete so wichtig war, all die Kopien frühestmöglich ungestört zu erstellen. Denn Jörglefs Manöver rettete ihn zwar vor einer Finsteraura, doch die Combo, welche ihn danach traf, sah er nicht kommen. Eine Aurasphäre einer Kopie traf ihn kritisch, schleuderte ihn sofort wieder in die Luft. Dieses Mal wartete dort bereits ein weiterer Machete, der seinen Gegner mit einem Kick zurück zum Boden schleuderte, wo ein weiterer Machete bereits aus den Schatten aufstieg und mit einem geladenen Donnerschlag wartete. Der Treffer ließ Jörglef paralysiert und zunächst bewegungsunfähig zurück. In diesem Moment hob ein Machete, der echte, seine Hand an und alle Kopien lösten sich auf und sammelten sich als Schattenenergie in seiner geballten Faust. Jörglef konnte nichts tun, außer zuzusehen, als die Schattenfaust mit aller Kraft traf und ihn bis an die äußere Grenze des Risikobereichs schmetterte. Kurz wirkte Machete etwas aus der Fassung gebracht, da er voll und ganz damit gerechnet hatte, den Kampf durch seinen Angriff zu gewinnen. Jörglef nutzte dies, um zu seinem Gegner zu schnellen und sich an einem direkten Angriff zu versuchen. Aber Machete reagierte schnell genug, verschwand in den Schatten, um dem Bodycheck auszuweichen, und mit Jörglef nun nahe des Risikobereiches und aus dem Gleichgewicht setzte er den letzten Hieb und siegte auch in seinem Kampf. Während er den Ring verließ und sich mit Aurora über ihren Sieg freute, wirkte Monagoras fassungslos. Amagaga schien gleichermaßen überrascht, als Serpi vor ihm kurz heranrief. Aurora hörte das Gespräch zwar nur am Rande, doch was sie hörte, amüsierte sie durchaus. Ich weiß, aber so ist die Unterliga. Ihr müsstet es ja am besten wissen. Wir können die Kämpfe nicht immer fair gestalten. Anschließend versammelten sich beide Mitglieder des Team Fossil bei den Siegern des Kampfes. Nun, was wir heute gesehen haben, war wirklich eine außergewöhnliche Performance. Monagoras, ich denke, dass auch die große Streitfrage sich nun geklärt hat. Aurora, Machete, haltet euch ran, verstanden? So etwas habe ich in einem zweiten Kampf noch nie gesehen. Natürlich gibt es durchaus noch Luft nach oben, aber euer Potenzial ist mehr als eindeutig. In meinen Augen seid ihr beiden definitiv ein Team, das sich in einigen Saisons in den Top 30 wiederfinden könnte. Ausnahmsweise schien Monagoras nicht widersprechen zu wollen. Ich bin Mann genug, um meine Fehler einzugestehen. Ihr beiden habt mehr auf dem Kasten, als ich mir vorgestellt hatte. Ich kann euch wohl nur beglückwünschen. Im nächsten Moment schien sein Argwohn jedoch wieder aufzuflammen. Aber bleibt auf dem Boden der Tatsachen, ihr beiden, ja. Wer zu hoch hinaus will, wird tief fallen. Ihr mögt gut sein, aber bei weitem nicht die Besten. Also lasst euch das ja nicht zu Kopf steigen. So etwas hatte Aurora ohnehin nicht vor. Trotzdem freute sie sich natürlich über den dominanten Sieg ihres Teams. Nun, dann lasst uns noch einmal kurz über das Projekt reden. Beide Teams gingen in das Büro der Ligaleiter, um ungestört zu reden. Also in einer Woche wird die Suchaktion stattfinden. Wir werden sie erst am dazugehörigen Morgen ankündigen, um theoretischen Unterstützern Epsilons keine Zeit zu lassen. Ihr beiden werdet dann mit der Wache über den Turm und Generator betraut. Solltet ihr ihm zustimmen, natürlich. Zwar war der Gedanke, Epsilon zu suchen und wieder herauszufordern, irgendwo reizvoll, doch Aurora wollte sich nicht übernehmen. Für ihn waren sie zu schwach. Um Welten. Es wäre so oder so besser, wenn sie dem selbsternannten Plotkrieger erst einmal nicht mehr über den Weg liefe. Und hierfür war die Wache über den Turm perfekt. Außerdem hätten sie und Machete den ganzen Tag und das ganze Gebäude die perfekte Gelegenheit, neue Trümpfe zu entwickeln und zu trainieren. Wir werden bereit sein. Heute in einer Woche, ja? Ja, ich rechne aber nicht wirklich damit, dass irgendetwas Bedeutendes auf eurer Wache passieren wird. Außer Team Nordica, Team Slash und euch weiß kaum einer etwas. Epsilon wird keinen Wind von der Aktion bekommen, bevor es zu spät ist.